die zwei Jungs da aufteilen, weil jeder hier ja selbstständig ist und die zwei Jungs sind angestellt, auch wenn deren, ich sag mal, Tätigkeitsfeld und auch den Freiraum, den sie haben, fast schon irgendwo einem Selbstständigen gleichkommt, so kann man fast schon sagen, so entspannt und relaxed, wie Tim und Alex auch sind, also ganz nach dem Motto, erledige einfach deinen Scheiß, wann und wo ist mir egal, Hauptsache es funktioniert, gehe ich mal von aus. Aber man kann es auch ganz gut so differenzieren, dass jetzt eben für die vier Jungs hier in diesem Beispiel, weil Max hat jetzt nichts dazu gesagt, jeder ja mal in den Saft gekommen ist, so viel Geld zu verdienen, wie er es sich vorher nicht hätte vorstellen können. Und das ist jetzt egal, welche Summe es ist, das, was man sich halt vorstellen kann. Weil ich glaube, für jeden ist es am Anfang schwierig, sich vorzustellen, mal 10.000 Euro zu verdienen, 20, vielleicht mal 100.000 oder sonst was. Wenn man dieses Geld dann mal verdient, dann merkt man eigentlich, wie einfach es ist, es zu verdienen. Der Weg dorthin war hart, aber wie einfach es dann ist, es zu reproduzieren. Und dann verliert man auch irgendwo so ein bisschen Lust und Spaß daran, weil man halt merkt, oh, das ist gar nicht so besonders, wie ich es mir vorgestellt habe. Jetzt geht es eher darum, so wie Spend in seinem Vortrag gesagt hat, was Besonderes daraus zu machen. Weil die meisten laufen halt dem Geld hinterher und denken halt, Geld löst alle Probleme. Und tatsächlich löst es auch ganz viele Themen, die mit Geld zu tun haben, hinten raus. Aber sobald die gelöst sind, taucht halt irgendwo so eine Leere auf, weil man dann halt merkt, es ist eigentlich egal, wie viele Nullen ich hinzufüge oder sonst was, es verändert sich halt nur was, wenn ich entsprechend halt damit auch was mache. Also wenn ich mit diesem Geld nachher in meinem Leben irgendwo Bedeutung nachher gebe. Und wenn es das ist, dass Jonah sagt, mit diesem Geld möchte ich mir Zeit erkaufen, indem ich einen Geschäftsführer in meine Firma einsetze, um danach halt irgendwie den ganzen Tag Sport zu machen, meditieren zu können, mit meiner Freundin im Park rumzuspazieren oder irgendwie einen Monat auf die Malediven zu fliegen, dann ist es die Bedeutung, die er sich damit nachher gibt oder erfüllt. Bei Ben zum Beispiel die Zeit nachher, die er hat, eben eine Familie endlich zu gründen und zu sagen, jetzt fühle ich mich bereit und ready, weil so, jetzt geht's halt einfach rund und sonst was. Und das ist eigentlich das ist eigentlich eine spannende Sache, weil es hört sich total dämlich an, weil jeder andere, der viel Geld verdient hat, zu Zeitpunkt, wo ich nicht viel Geld verdient habe, hat mir immer gesagt, Nick, das ist gar nicht so geil, wie du es dir vorstellst. Es wird gar nicht all das passieren, von dem du glaubst, dass es passiert, wenn du mal Summe X verdienst. Aber man glaubt es halt nicht, man muss es halt selbst erst feststellen. Es ist geil, versteht's richtig, ja? So, das ist alles cool. Aber eben, das ist so eigentlich die Zusammenfassung davon, die auch auf mich nachher zutrifft. Ja, insofern eine solide Balance zu finden zwischen dem Hustle und halt ständigen Strom an solidem Cashflow zu haben, den natürlich auch permanent zu erhöhen, aber sich dann natürlich auch selbst zu erlauben, die Freiheit zu geben, seinem Leben Bedeutung zu geben, hinten raus und halt nicht permanent nur zu hasseln. Ist eigentlich so das Ding da hinten raus. Genau. Wer hat noch eine Frage? Kai. Und dann der David. Meine Frage geht in die technischen Entwicklungen in den nächsten Jahren, vor allem an dich, Max. Es gibt jetzt ja einige Tools, die Copywriting mit AI verbinden. Ich habe ein paar getestet. Bisher, finde ich, sind die noch nicht relevant. Aber was glaubst du, in den nächsten Jahren werden wir Copywriter arbeitslos? Also ich hoffe es. Weil dann müssen wir keine Copy mehr schreiben, sondern Softwareinhaber sein, was das angeht. Du hast wahrscheinlich gefragt, weil du hattest das letztens auf LinkedIn gesehen, was Stefan gepostet hat, wo wir uns halt in Wien getroffen haben und der tatsächlich mit ein Firmeninhaber von einer Copy AI Software ist auf ihn zugekommen, wo die tatsächlich nicht einfach Mechanismen haben, wo du quasi, ich verkaufe an Damen über 35, die das und das erreichen möchten oder sowas und dann fügt das die Headlines für dich ein. Das ist nicht, was die Software macht, sondern sie hat tatsächlich intelligente Spracherkennung und kann das hinkriegen. Es würde mich nicht überraschen, wenn das Copywriting ersetzt in vieler Hinsicht, weil meine Ausbildung ist in Sprachen, also ich habe Dolmetschen und Übersetzen studiert und das kannst du jetzt mit einem Google-Handy abbilden. Also das machst du jetzt vielleicht nicht für eine medizinische Konferenz oder sowas, aber es kann schon verdammt viel. Insofern, ja, lass so eine Software kaufen und einsetzen. Ich hätte vielleicht noch einen Impuls dazu. Vor 80 oder 90 Jahren gab es einen Presseartikel. Es hieß, das Radio ist tot, denn das Video kommt.
wenn ich heute in mein Auto einsteige, oben links der erste Knopf, da steht Radio. Das bedeutet, es wird nicht so schnell gehen und die Menschen, die es wirklich gut beherrschen, werden eher besser bezahlt, weil die Maschinen eher die rudimentären Dinge, glaube ich, ausfüllen werden. Wie auch heute es für alles eine Maschine gibt, das ein Auto baut. Aber wenn das Auto richtig teuer ist, wird da immer noch Hand angelegt von den besten Autobauern der Welt. Das heißt, ich glaube, nichts geht verloren, sondern alles entsteht nebenbei. Und die Qualität lieferst du durch deine Fähigkeiten. So. Und das, bis das weg ist, sind wir alle tot. Du wirst sterben. Dann wir sterben. Vielleicht noch dazu. So, dann haben wir den David. Danke. Was ich total beeindruckend finde, ist, dass sich eigentlich in so kurzer Zeit so viel wahnsinnig Geiles entwickelt hat bei euch. Also wenn Erik jetzt sagt, vor 3 Jahren hat er eigentlich noch nicht so die Pace gehabt und seit 2 Jahren verdient er relativ gut. Und Jonah ja im Prinzip auch jetzt seit einem Jahr extrem gut unterwegs ist. Was war so der ausschlaggebende Moment für Erik zum Beispiel? Oder wann hat sich so dieses Tag-Team gebildet mit Nick? Das würde mich mal so interessieren. Was wirklich dazu geführt hat, euch jetzt auf den Weg zu bringen? Erstmal gute Frage. Ich überlege, was daraus für dich wertvoll ist und was an sich daraus sich wie ein schlauer Satz anhört. Weil stumpf gesagt war das ganz einfach, dass mich das Thema schon immer, ist das falsche Wort, aber schon länger, auch davor, bevor die Zusammenarbeit da war, interessiert hat. Ich da Feuer und Flamme für war und viel für gemacht habe. Auch damals neben der Uni noch, neben meinem Nebenjob noch und. Und ich mich dann ja damals bei jemandem anstellen habe lassen und dann sehr viel lernen durfte und Dinge übernehmen durfte. Und so kam mir dieses ganze Wissen recht schnell daran. Und dann da über Umweg habe ich ja damals quasi Nick kennengelernt. Und wir haben uns dann irgendwann, wann war das? Ich glaube, irgendwie Februar 2020 oder so. Dann kam ich zu ihm vorbei, wir haben uns gut verstanden. Und nach dem zweiten Gin war klar, lass irgendwas zusammen machen. So war die stumpfe Geschichte, da war es gar nicht mehr dahinter. Außer einfach, glaube ich, Chancen wahrnehmen. Und die Chance, die ich damals wahrgenommen habe, war erstmal mich bei jemandem anstellen zu lassen, wo ich weiß, da kann ich verdammt viel lernen, den Bereich, der mich interessiert. Das war die erste Chance, die ich wahrgenommen habe. Die zweite Chance war, dass ich damals, wir hatten damals so eine Art Mastermind-Veranstaltung, einfach so Zoom-Calls online, wie wir sie auch führen, so, nur in einem etwas kleineren Kreis. Und da war Nick damals auch mit drin quasi. Ich habe die nicht mit veranstaltet, aber ich war so der Typ aus dem Team, der halt in den Zoom-Calls mit rumhing. So ein bisschen. Und Nick war damals mit dabei und wir haben uns einfach so ein bisschen immer irgendwie angeschrieben, so, ey, und was geht bei dir? So ein bisschen einfach, weil wir die einzigen 2 Jungen waren. Der Rest war alles deutlich älter als wir. Wir haben einfach angefangen, miteinander zu schreiben. Und das war die zweite Chance, die ich wahrgenommen habe. Und dann Chance Nummer 3 war, ich bin einfach zu ihm gefahren. Wir haben uns gut verstanden und wussten, hey, lass was zusammen machen, wir stehen uns gut. Lass mal schauen, wo das hingeht. Ich glaube einfach, das Wichtige ist einfach Chancen wahrnehmen, die irgendwo was mit dem zu tun haben, was du machen möchtest. Und was ich machen möchte, war in dem Moment Online-Marketing, was daraus dann wird und wie groß. Alles, glaube ich, gar nicht relevant. Aber was ich machen wollte, war Online-Marketing. Und die Chance bei jemandem, der das deutlich besser kann, als ich zu lernen, war für mich logisch, sollte ich machen. Dass ich dann weniger Geld verdienen werde, okay, werde daran einiges besser werden, enger wird es klappen. Die nächste Chance war, mit jemandem, der gleich alt ist wie ich und deutlich besser ist zu dem Zeitpunkt als ich, mit dem ich mich zu unterhalten, macht total Sinn. Und dann zu dem zu fahren, mich damit auch noch gut zu verstehen und dann was zusammen zu machen, macht total viel Sinn für mich. Für das, was ich machen möchte, mit irgendwie coolen Leuten das machen, was mir Spaß macht. War, glaube ich, einfach immer Chancen, die sich einfach ergeben, wahrzunehmen. Ich würde dazu gerne noch was sagen. Gerne. Und Mut und Vertrauen. Mut, die Chancen, die Erik angesprochen hat, auch wirklich zu ergreifen und einfach auch mal zu machen, ohne dass du weißt, dass irgendwas bei rumkommt. Also wenn ich auf meine letzten 5 Jahre schaue, wusste ich eigentlich nie so richtig, ob da was rumkommt. Ja, als ich mein Instagram-Profil hatte mit 35.000 Abonnenten, wusste ich auch jetzt nicht, okay, ich gebe das jetzt quasi auf. Ich hätte also weitermachen können. Und dann bin ich quasi ins Unbekannte gegangen, war einfach mutig und habe auch meinem Leben vertraut. Und wenn ich mal eine große Rechnung zahlen muss von jemand, der mich unterstützt oder mal oder ich in Vorleistung gehe. Wir hatten jetzt ein Webinar zum Beispiel mit 1200 Anmeldungen und dafür habe ich 17.000 Euro in Adspend investiert und ich weiß ja nicht, ob da 1 Euro bei rumkommt. Und klar, wenn ich es nicht hätte, würde ich nicht in Vorleistung gehen. Ich gehe aber auf der anderen Seite in Vorleistung ins Vertrauen.
wenn ich das Webinar gebe, gehe ich ins Vertrauen, dass die Technik passt, bin mutig, dass ich das Geld in die Hand nehme, gehe ins Vertrauen, dass die Leute sich dann noch einen Call buchen. Kann ja auch am Ende jeder von diesen 1200 Menschen sagen, Michael, du bist eigentlich doof, ich habe keinen Bock auf dich. Das heißt, immer mehr in den letzten 5 Jahren hat sich dieses Vertrauen auch gefestigt. Das heißt, das Mut zu haben, in große Summen zu investieren, mit großen Summen zu hantieren, Vertrauen zu haben, dass das auch sich alles fügt. Diese Ben-Story mit dem Porsche, das ist, finde ich, so ein Paradebeispiel, wie auch mein Leben in den letzten 5 Jahren war. Immer die richtigen Leute getroffen, offen gewesen, vertraut, investiert, keine Erwartungen zu haben. Auch als ich zum Beispiel Erik und Nick kennengelernt habe, besonders Erik durch Ben. Ich kannte Erik auch nicht so richtig. Wir haben uns kennengelernt, wir haben uns einfach getroffen. Ich bin nach Frankfurt gefahren, um die Jungs besser kennenzulernen. Ich wusste nicht, ob sich das lohnt. Ich hatte einfach keine Erwartungen, sondern das, was ich wusste, ist, das sind coole Typen. Erik ist cool, häng mal mit dem ab. Ohne Erwartung, daraus ist ein geiler Abend geworden. Ein bisschen Alkohol, Spaß, Freude, gutes Essen. Und dann ist daraus etwas, hat sich daraus etwas entwickelt. Und in dieses Vertrauen zu gehen und diese Intuition, die ich hatte, hey, ich kann mir echt gut vorstellen, dass daraus irgendwas wird, hat dafür gesorgt, dass ich heute hier sitze. Und ich war nicht geplant. Das heißt, ich war mit den Jungs in Hamburg und dann hatte Nick die Idee, hey Michael, willst du nicht mal was über LinkedIn sprechen? Das wäre ein Mehrwert. Und ich hätte sagen können, oh, ich habe eigentlich Samstag was vor. Ich hatte eigentlich auch heute Samstag was vor, aber meine Intuition hat gesagt, fahr doch einfach mal nach Frankfurt, schau dir das an, gib den Leuten Mehrwert, du hast da Bock drauf. Das heißt, auch ins Vertrauen zu gehen, zu sagen, hey, meine Verabredung, können wir das bitte auf nächste Woche schieben? Ich hatte die Intuition, den Mut zu sagen, ehrlich zu sein, ich habe eine Veranstaltung hier. Die Person war mir null böse. Vor 6 Jahren hätte ich die Person angelogen. Heute habe ich den Mut, ehrlich zu sein. Was war als Endergebnis? Hey, Michael, gar kein Problem. Den Mut, hier hinzukommen, ohne zu wissen, was hier abgeht, und vor coolen Menschen sprechen zu dürfen und dann am Ende das Ergebnis von Mut und Vertrauen, ein cooles Feedback. Herr Michael, fand ich toll. Hey, setz dich um. Und das war ja auch der Grund, warum ich hingekommen bin, dass mindestens einer sagt, war ganz nett und einer das Ganze umsetzt. Das heißt, die Kombination aus Chancen ergreifen, noch ein Zusatz von mir, mutig sein und nicht nur labern, sondern auch mal machen und einfach auch vertrauen und keine Erwartung zu haben, sondern einfach offen den Dingen gegenüber zu sein, weil wenn die Kombination aus Chancen ergreifen, Vertrauen und Mut, ich kenne keinen Menschen, bei dem das nicht funktioniert. Also, wolltest du noch sagen, Ben? Nee. Okay. Ich hab genug gesagt. Vielleicht dazu ein kleiner Zusatz. Ist auch, glaube ich, einfach keine Angst zu haben, wenn das Ganze nicht aufgeht. So, weil, mal angenommen bei mir damals, ich bin neben der Uni und dem Nebenjob und der anderen Anstellung dann zu Nick gefahren und wusste, hey, da ist jemand, der macht das Gleiche wie ich, im gleichen Alter wie ich, nur ist schon viel weiter als ich. Hey, cool, das könnte bestimmt spannend werden. Hätte ja auch sein können, dass wir uns überhaupt nicht verstehen, weil ich wieder heimgefahren. Dann wäre ich in der gleichen Anstellung, im gleichen Nebenjob, im gleichen Studium, hätte den gleichen Scheiß wie vorher gemacht. Da war ja vorher auch okay. Wenn dann passiert. Es wird nie was passieren, außer du hast irgendwas verloren. Das ist meistens Zeit, beziehungsweise du hast einfach eine neue Erfahrung dazu gewonnen. Das ist okay. Aber ich glaube, wenn das alles plus keine Angst, dass das halt nicht hinhaut, dann ist ja alles gut. Dann ist ja nichts, was irgendwo da im Weg steht oder so. Dann gibt es ja nichts mehr. Wenn das spannend sein könnte, dann gehst du doch an. Wenn es nichts wird, okay. Und dann steht dir nichts mehr im Weg. Das vielleicht noch dazu. Top. Nächste Frage. Ja. Die Frage ist, kann man das schmeißen? Klopfen, kann das schmeißen? An Köpfe. Ich weiß nicht, ob es sinnvoll ist, das zu schmeißen. Sprich man hier vorne einfach rein, oder was? Ja. Hallo. Ja, wenn ich euch alle schon mal so auf dem Präsentierteller habe hier, ich wurde eben gefragt, ob Agenturen in den nächsten Jahren noch existieren werden. Da habe ich gesagt, ja, auf jeden Fall. Die Frage ist nur, wie und auf was man vielleicht achten sollte. Was kommt in den nächsten Monaten, Jahren? Was sollte man im Blick haben, vielleicht im Kryptobereich oder ist es irgendeine neue Business-Plattform? Also eigentlich die Frage nochmal durch die Bank. Was glaubt ihr, auf was sollte man seine Augen die nächste Zeit werfen? Ist es eine Plattform, ist es eine Art und Weise, an Sachen heranzugehen? Whatever. Ja, gehen wir mal wieder hier vom Herrn Bossert. Du, gib mal deinem Chef ein paar Tipps. Ich habe heute was ganz Spannendes gehört, LinkedIn. Boah.
Gute Frage, Tim. Ja, danke. Ich habe einen Satz von Alex früher gelernt. Wenn ein Baum nicht wächst, stirbt der Baum. Genauso ist es bei uns auch. Das heißt, wir müssen uns einfach weiterentwickeln in jeglicher Form. Ob wir jetzt in 2 Jahren noch für Fitnessstudios Ads machen oder was anderes. Ich vermute, ich gehe stark davon aus, dass wir was anderes machen werden und viel größer und noch besser. Aber dass Agenturen aussterben werden, weil was halt Bent auch gesagt hat, ich glaube nicht, dass irgendwelche Roboter uns Menschen als Menschen widerspiegeln können. Und deswegen gehe ich stark davon aus, dass wir, du und ich und alle hier noch unseren Job haben werden, aber halt ein bisschen optimierter. Bitte schön. Ich würde mich dem so ein bisschen anschauen, was du gerade meintest, weil das Problem ist, glaube ich, dass wenn man so redet, dann meint man, dass Agenturen so, die machen eine Sache. Also alles, was Agenturen können. Ich glaube, dass das einfach nicht so ist, sondern ich glaube, dass ganz viele neue Sachen kommen, wenn sei es neue Plattformen, wie jetzt irgendwie TikTok zum Beispiel, die jetzt neu wird, die mit der Zeit auch größer werden wird und andere neue Sachen, sei es NFTs und sonst was. Aber ich glaube einfach so ein bisschen, dass das gar nicht unbedingt relevant ist, sondern das ist für mich immer so ein bisschen, als würde dann einfach ein neues irgendwie Stadion gebaut werden. Wenn ich Fußball spielen kann, ist es egal, in welchem Stadion ich es mache. Das ist immer nur einfach ein anderes Spielfeld an einem anderen Ort. Das Grundprinzip, was eine Agentur ja auch macht oder was Online-Marketer, nenn es wie du möchtest, machen, ist einfach zu verstehen und zu beraten und umzusetzen, wie Menschen funktionieren. Wie man sie ansprechen sollte, wie man sie auf etwas aufmerksam macht, was ihnen helfen könnte, was sie mögen. Wie man sie letztendlich auch irgendwie dazu bringt, etwas zu tun. Sich irgendwo einzutragen, anzurufen, angerufen zu werden, etwas zu kaufen, egal. Ich glaube, dass das dann nicht unbedingt, klar gibt es dann immer jeweils von Plattformen zum Beispiel Besonderheiten, die man beachten sollte und Co. Aber ich glaube, das Grundprinzip ist einfach, dass man einfach gut darin wird, zu verstehen, wie Menschen abgeholt werden möchten. Auf der Straße so wie online, das ist ein sehr ähnliches Prinzip, es ändert sich ja nicht. Die Art und Weise, wie ich eine Ad-Copy schreibe, ist sehr ähnlich, wie ich eine gute Unterhaltung führen sollte. Oder wie ich jemanden anrufe oder wie ich irgendwie einen Brief schreibe oder wie ich ein Video drehe. Es ist eigentlich immer das gleiche Grundprinzip. Sprich Menschen auf eine richtige Art und Weise an und sag ihnen, warum sie dazuhören sollen. So. Und im allerbesten Fall machst du ein gutes Angebot. Ich glaube, dass es nicht relevant ist, ob ich das bei einer Facebook-App mache, einem Video mache oder mit dann irgendeiner NFT-Strategie verbinde, egal was kommt, auf welcher Plattform. Grundprinzip ist, Menschen wollen immer die gleichen Dinge oder zumindest sehr ähnlich. Wenn man das damit einigermaßen verbinden kann, wird das immer funktionieren. Ich glaube, die menschliche Komponente braucht es immer. Sei es nur als Berater, ob das Tool gerade das Richtige gemacht hat. Aber ich glaube nicht, dass das sich jetzt in den nächsten 5 bis 10 Jahren so verändern wird, dass es für uns nicht mehr braucht. Sondern es geht immer ums gleiche Prinzip, wie Menschen funktionieren. Gerne. Ich würde bei allen zustimmen. Ich würde euch gerne mal eine andere Perspektive geben. Und zwar, wir sind jetzt hier in einem Kreis, wo wir über NFTs und Coaching und LinkedIn sprechen. Letztendlich ist das unsere Blase, in der wir leben, jeder für sich. Und die Realität sieht so aus, dass von 100 Unternehmern 98 oder 99 noch nichts auf LinkedIn machen. Das heißt, mal eine andere Perspektive. sich mal bewusst machen, dass sehr viele die Themen, die wir für selbstverständlich ansehen, gar nicht erst nutzen. Das heißt, in diesem Kreis zu bleiben, was ist denn eigentlich jetzt da, wo die breite Masse in Anführungsstrichen das erst noch gar nicht auf dem Schirm hat, TikTok, 2, 3 andere Themen. Da mal vielleicht eine Perspektive, ich wollte jetzt extra nicht NFT sagen. Klar, diese Dinge, die gerade da sind, für uns hier in diesem Raum zu nutzen, weil diese Themen sind für die nächsten 3, 4, 5 Jahre unglaublich relevant. Wenn ich nur mal bei LinkedIn bleibe, für die nächsten 3 bis 4 Jahre ist LinkedIn einer der wichtigsten Vertriebskanäle. Und das sich bewusst zu machen, einfach mal nutzen. Also ich halte mich kurz. Wir haben vor 5 Monaten komplett umgeschwenkt auf den Themenbereich NFTs, Metaverse und Web 3.0. Und ich kann euch sagen, wir haben uns in den letzten 10 Jahren bei sowas nie geirrt. Also guckt euch das mal an, smart-a.com. Aber generell sich damit auseinanderzusetzen, was man als Unternehmen damit machen kann, das fühlt sich so an, wie damals, als wir Google AdWords geschaltet haben für 30 Cent für eine Eintragung. So fühlt sich das gerade in dem NFT-Bereich an. Und wie gesagt, bei solchen Sachen habe ich mich bisher sehr selten getäuscht.
Ich mache es auch kurz. Ich glaube, dass es immer Firmen geben wird, die bestimmte Dienstleistungen oder Expertise einfach auslagern. Ja, das wird es, glaube ich, immer geben. In welchem Bereich auch immer. Ich glaube, wir müssen auf jeden Fall, ich fand das mit dem Baum ganz cool, uns immer weiterentwickeln, neue Technologien annehmen und da auch mit der Zeit gehen. Aber dass das Agenturgeschäft so im Kern, wie es da ist, glaube ich, auf jeden Fall noch in den nächsten 5 bis 10 Jahren da sein wird. Und da gibt es vielleicht manchmal dann den Shift. Wir hatten das jetzt auch, dass ein Kunde in-house sich die Expertise dann doch geholt hat und jemanden eingestellt hat. Und wir jetzt einfach in der beratenden Position sind und diese Person in dem Unternehmen einfach weiterhin ausbilden. Das heißt, wir haben jetzt den Kunden nicht verloren, auch wenn er das jetzt selber mit einem Mitarbeiter abbildet, sondern sind da flexibel genug geblieben, um uns da anzupassen. Aber trotzdem brauchen sie uns als Sparringsagentur, wenn du so willst. Und ich glaube, ja, das wird es auf jeden Fall noch in den nächsten Jahren geben. Also Agenturen koordinieren ja im Grunde eigentlich nur, was der Kunde alles auch selbst hinkriegen könnte, oder? Eben. Also kann ja auf Fiverr gehen und auf Upwork und sich den ganzen Schuh selbst zusammenschustern. Der kann auch die Sohle und kann sich auch selbst einen Schuh bauen, aber das ist halt aufwendig. Insofern stelle ich mir vor, was sich verändern wird, ist so die kreativen Ecken davon. Stichwort NFTs und so weiter, kann man ja da nicht auf die Art, kann man ja super Sachen jetzt mehr und mehr crowdsourcen. Zum Beispiel, wenn man jetzt eine neue Headline für ein Kundenprojekt braucht, kann man entweder sagen, okay, wir haben hier einen Copywriter und der denkt sich alles aus. Oder man könnte eine Community aus Leuten, die sich mit dem Thema beschäftigen haben, zum Thema Targeting, zum Thema Copywriting und dann sagen, hey, hier ist das Projekt, hier ist eine Headline, die wir brauchen. Haut eure Vorschläge rein und der beste Vorschlag, der kriegt direkt eine Reward daraus. Das kann eine Beteiligung am Projekt sein, was dann über die Blockchain gehandhabt wird, wie auch immer das dann funktioniert oder so. Oder mit eigenen Tokens belohnt werden, wo man halt ein Ökosystem schafft, wo einfach jemand nicht mehr auf dich zukommt und sagt, okay, du bist eine Agentur, sondern du bist der Inhaber dieser kreativen Community, wo einfach geiler Scheiß rauskommt. Schon wieder das Wort Scheiß, ne? Und das ist eine neue Art, stelle ich mir vor, dann dasselbe zu machen, die ein bisschen breiter gefächert ist und diesen Gedanken von eine Agentur ist nur ein zentraler Dreh- und Angelpunkt, der Kreativität sammelt und strukturiert anders darzustellen. Eine Idee. Merci für die Antworten. Wer hat noch eine Frage? Wie viel Zeit ist denn noch? Ja, so lange wie ich sage. Was denkt ihr, was das Metaverse für Chancen zukünftig bietet für Agenturen? Puh, ich weiß nicht, ob wir das Thema jetzt aufmachen sollten. Kurz, danke für Fragen. Ein Satz. Hä? Ein Satz. Chancen. LinkedIn. Also ihr müsst erstmal alle euch ein LinkedIn-Profil machen, wie Michael das gesagt hat. Ich glaube einfach, dass es so ist wie die Anfangszeit des Internets. So wird das sein. Und da werden wahnsinnig viele Chancen vergeben. Und wenn du da drin Ahnung hast, dann würde ich sagen, mit einer Stunde Recherche aktuell hast du mehr Wissen als 99,9% aller anderen. Und dann kannst du einfach abcashen. Zum Beispiel G-Money, so ein unbekannter Typ, ja, der selber in NFTs getradet hat. Der wurde von Adidas beauftragt, denen zu helfen, ihren eigenen NFT-Drop umzusetzen. Also Adidas ist ja eine recht große Firma. Haben die, glaube ich, in 20 Minuten 25 Millionen Euro gemacht, wo er 15% Beteiligung dran hatte, um ihnen das zu zeigen. Und eine andere Sache, Visa als Firma, auch recht bekannt, hat sich selber einen CryptoPunk gekauft, also einen NFT, um zu verstehen, wie das geht. Da sind wir gerade. So, ganz cool. Ja, keine Investmentempfehlungen. Recherchiert einfach selbst. Und ja, steckt noch in den Kinderschuhen das Ganze. Also im Verhältnis zu dem Geschäftsmodell, was wir hier haben, was auf beiden Füßen steht, steht halt dort alles noch auf gar keinen Füßen. Na, und erfordert halt ein bisschen Zeit und auch Geld, ein bisschen Connections. Man kann daraus was machen. Genau, so viel dazu. Wer hat noch eine Frage? Ihr teilt ja alle im Grundmaß, sage ich mal, die gleiche Berufsrichtung. Und seid dann doch irgendwo immer in anderen Nischen und Branchen unterwegs. Zum Beispiel ist es jetzt für meinen Vater wichtig gewesen immer, oder für den war das die Struktur, ja, nach der Schule Ausbildung und halt einen festen Beruf. Jetzt ist grundsätzlich die Frage, das ist ja das ganze Marketing-Thema und alles ist ja jetzt mittlerweile viel etablierter. Denkt ihr, dass man grundsätzlich einen Ausbildungsberuf daraus
gegebenenfalls irgendwie in den nächsten Jahren hat, dass man sagt, okay, das ist eine dreijährige Ausbildung, dass das Firmen so auch anbieten, weil viele arbeiten ja dann doch nur sozusagen mit den Studierten zusammen, also dass es wirklich für jede einzelne Branche oder Nische vielleicht entsprechend einen Ausbildungsberuf gibt. Nee, ich glaube, er meint eine klassische Ausbildung. Also so eine dreijährige, ich weiß gar nicht, ich weiß nicht, ob es eine dreijährige Ausbildung zum PPC-Manager gibt oder sowas. IHK wird schon auf die Idee kommen und dann machst du da irgendwann einen Kurs und dann schaltest du wahrscheinlich Google AdWords aus 2003. Ja, also ansonsten weiß ich eben, an diversen Unis werden halt Gastdozenten eingeladen, um das Thema Internetmarketing zu erklären. Das sind dann so eine Vögel wie wir, die dorthin kommen, die halt selber kein Studium gemacht haben, weil die Dozenten dort halt keinen Plan haben, wie das funktioniert. Von dem her einfach SMAA kaufen und durchziehen, ne? So ist es. Frage beantwortet? Ich glaube, hier hat keiner. Wir wissen es nicht. Das interessiert uns auch nicht, eigentlich. Einen schon. Ja, nur ganz kurz. Also ich habe mein Studium abgebrochen und die Uni hat mich am Montag angerufen, dass ich doch bitte im Mai oder wenn ich möchte, dort eine Vorlesung halten darf, genau über das Thema. Also ich habe Personalwesen eigentlich studiert. Die wissen, dass ich so im Online-Bereich unterwegs bin und jetzt soll ich denen halt erklären, wie man online recruitet, auch wenn ich eine E-Commerce-Agentur habe. Ich glaube, das beantwortet die Frage ganz gut. Eine dreijährige Ausbildung macht keinen Sinn, ja. Sinn macht, einen Kurs und dann Erfahrung sammeln, wozu 3 Jahre verschwenden, weil du in der Ausbildung ja auch immer sehr eingeschränkt bist in dem, was du machen darfst. Und das ist einfach ein Bereich, wo du effektiv nur darüber lernst, wenn du es praktisch umsetzt. Ja, also, und so ist ja auch der Kurs aufgebaut, zumindest so wie ich ihn damals empfunden habe. Er zeigt dir die Grundfunktion und dann geht es halt darum, dass in der echten Welt quasi dir die Erfahrung anzueignen, die dir auch so keiner irgendwie mitgeben kann. Deswegen glaube ich nicht, dass, also mit Sicherheit, so wie Ben schon sagt, es wird irgendwann eine Ausbildung geben, aber ob die so sinnvoll ist, sei mal dahingestellt. Ja. Sehr gut. Wer hat noch eine Frage? Zögert nicht. Ihr dürft jetzt noch die Chance. Ja, Enrico, Mensch. Wie viel kostet Band? Ich frage nur so für so Family and Friends Paket. Wenn ich dich coachen soll, weil also ich habe keinen Preis. Ja, das kannst du auch nicht. Das kommt drauf an. Ist die Antwort, weil wenn ich jetzt das auf Video sage, bin ich ja schön blöd, weil meine Preise verändern sich stetig und zwar nur in eine Richtung. Aber für ein persönliches Coaching in dem Bereich, wirst du schon sechsstellig los. Sehr gut, nächste Frage. Stille. Ich kann ja nichts dafür. Aber du kannst ja erstmal sechsstellig auf LinkedIn verdienen und dann kannst du ja nichts. Auch wieder eine Frage an alle, und zwar, welche Gewohnheit hat euch am weitesten gebracht, kann finanziell, persönlichkeitsentwicklungsmäßig sein oder halt in irgendeinem anderen Bereich? Ihr dürft. Hä? Ein, zwei Wörter? Telefonieren und Umsatz machen. Für mich ganz klar. Mensch bleiben, menschlich bleiben und einfach auch Disziplin haben. Ich würde mich anschließen, Disziplin. Spaß. Aktive Geduld. Innere Motivation. Austesten. Vertiefungsfrage dazu, jemand? Was ist mit dir denn? Keine Ahnung.